Ich bin die Katrin, ich heiße dich herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend hier bei mir in der Küche, besser gesagt in der Putzshow. Ich möchte gar nicht von den ganzen Verletzungen sprechen, die in den Jahren schon an mich herangetragen worden sind, als es hieß, wie bekomme ich denn bitte diesen Kanister auf, Katrin? Auch ich habe schon mit vielerlei Dingen probiert, mit einem Löffel, mit einer Zange, mit einem Mann. Jetzt haben wir die Lösung und die stelle ich dir heute vor. Ich nenne es liebevoll Game Changer für den Kanister und eine ganz klare Kaufempfehlung, wenn du mit dem Thema Bodengrader etwas liebäugelst. Großes Thema Boden haben wir heute wieder festgestellt. Darum geht es heute hier in der Putzshow. Hallo, schön, dass du da bist. An alle da draußen im Chat und natürlich auch für die, die morgen gucken oder übermorgen gucken. Die meisten schauen sich das ja später an und das ist gut so. Dann ist der Chat zwar nicht mehr da, aber ich bin ja noch da. Und Dirk, der sagt mal guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Mach mal. Guten Abend. Der blendet jetzt mal meine Nummer ein. Auch da kommt Zuwachs. Über meine WhatsApp-Nummer kannst du mich verfolgen. Was macht die Katrin eigentlich den ganzen Tag über? Und wo ist sie schon wieder am Putzen? Aber natürlich gebe ich dir in erster Linie über meinen WhatsApp-Status ganz viel Input, Motivation und Tipps zur Reinigung mit den Produkten von Gemaco mit. Die siehst du nur dann, wenn ich deine Nummer habe. Schick mir deinen Namen. Ist auch wieder gewachsen über eine Woche. Also meistens bin ich freitags damit beschäftigt, eure Nachrichten zu beantworten. Das mache ich gerne. Ist ja mein Job. Deswegen, wir haben auch neue dazu bekommen. Wir haben noch dabei, die Marion hat es wieder geschafft. Sehr schön. Oh, nächste Woche. Marion, nächste Woche, Donnerstag, haben wir Putzshow? Nein! Marion weiß ja warum. Die wohnt nicht weit entfernt, weil? Weiber Fastnacht. Genau, da sind wir Weiber Objück. Deswegen kannst du jetzt schon mal merken, nächste Woche hast du Pause. Du darfst gerne putzen und mir darüber auch gerne Fotos schicken. Vorher, nachher. Und davon habe ich jetzt ganz viele. Starten wir also mit den Fotos und Fragen der Woche. Eine Frage direkt vorweg, bevor ich es gleich wieder vergesse. Wie reinige ich die Fenster von meinem Wohnmobil? Ich habe der Kundin eine Empfehlung gegeben mit den Worten, ich höre aber nochmal nach, aber damit gehst du schon mal auf Nummer sicher. Guck, bei uns im Produktkompass steht was anderes drin. Also, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Das ist also eine Frage, die kläre ich noch. Da möchte ich gerne mit Gemaco telefonieren. Da bin ich einfach anderer Meinung. Aber gut, wir kriegen sie trotzdem sauber. Fangen wir an mit der Anne. Ja, die hat geputzt, die Anne. Oder Anne, na, anders ausgedrückt, gepflegt. Das ist der Holztisch im Keller. Viele Partys hat er mitgemacht. Und jetzt achtet bitte mal, also das ist, wir haben immer vorher, mittendrin, nachher. Denn die Tube, war sie eigentlich danach leer? Weil sie sagte, zack, ist eingezogen. So saugfähig war der Holztisch schon. Schaut mal bitte auf den unteren Teil. So sah der vorher aus. Ja, währenddessen und nachher. Auch wieder vorher, währenddessen. Stopp, und geh nochmal zurück. Und da siehst du schon, es wird blasser, diese Ränder, und tada, weg. Ist immer noch der gleiche Tisch. Aber das ist die Holzpflege. Heute, wo ich war, wenn man da mal drüber geht. Und ganz wichtig, wenn du etwas pflegst, sei es dein Holztisch, deine Kunststoffrahmen oder vielleicht auch den Autolack, erst reinigen, dann pflegen. Das ist wie bei der Pflege beim Duschen. Ich packe mir auch keine Spülung drauf, wenn ich nicht vorher die Haare gewaschen habe. Erst reinigen, dann spülen, dann pflegen. Erst reinigen, dann pflegen. Nächstes Foto kommt. Ursula habe ich gegrüßt, ne? Ja. Nächstes Foto, oh ja, von meiner lieben Freundin aus Essen. Vergrößere es mal, bevor jetzt alle so das Handy vor Augen halten. Ganz wichtige Information, wenn du das erste Mal bei mir im Online-Shop bestellst oder auch schon mal bestellt hast, dann kannst du es immer noch setzen. Das ist das Häkchen für, ja komm, ich bestelle bei der Katrin, aber das kann direkt von Gemaco ab Lager verschickt werden.
Nummer 1, gerade wenn es große Pakete sind, erleichterst du es mir mit dem Schleppen. Also ich habe schon mal 3-5 Liter Kanister Bestellungen gehabt, die habe ich nicht geschleppt. Und es geht schneller, geht nicht direkt. Grundsätzlich kommen die Pakete immer bei mich. Setz einfach mal das Häkchen für alle Fälle, für die Zukunft, dann haben wir es. Nächstes Foto. Michael, ich muss es zeigen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie einfach ich meine Blumen abstauben kann. Und ich gesagt, ja, wir haben ja auch so eine Flasche. Und nach der Sendung kommt das Foto. Herrlich. Das sind so Momente, da lache ich immer sehr herzlich hier. Vielen Dank. So kann es sein, auch schön mit dem Blümchen drauf. Da weiß jeder direkt, für was es ist. Bist du eigentlich auch so jemand, der alles labelt? Bei mir sind ja überall Etikettiergerät und ich, wir sind so. Vielen Dank und Karin. Karin, das ist ein Kaminofen und sie möchte den im Frühjahr streichen und hat sich gedacht, guck mal, wie ich das Messing sauber bekomme. Obacht, Messing ist säureempfindlich. Und in der Regel lieben wir das, wenn beim Messing so ein bisschen Patina drauf ist. Jetzt soll der wieder schön strahlen. Ja, jetzt guckt euch mal an. Könnt ihr das sehen? Rechts ganz am Bildrand ist es noch dunkel. Ja, und daneben, bling, bling, hat sie geschrieben. Bling, bling, nur Zitronenbalsam. Fertig. Tada! Super, vielen Dank. Ich muss die mal hier wegstellen, ich störe mich ein bisschen. Da reden wir gleich drüber. Vielen Dank für das mega Vorher-Nachher-Erlebnis. Sowohl als auf dem Holz als auf dem Messing. Super. Also, das waren Fotos und Fragen der Woche. Ich habe noch ein bisschen mehr an Fragen, aber die sind so eher allgemein. Die machen wir gleich. Oder wollen wir die jetzt machen? Oder wollen wir erst die Weltneuheit zeigen? Die Weltneuheit. Die Weltneuheit. Wir machen es. Ich zeige euch mal Folgendes. Also, ich habe ein kleines Filmchen dazu gedreht. Los geht's. Denn ich zeige dir, wie einfach du deinen Kanister öffnen kannst. Bisher brauchtest du ja viel Kraft, um so einen Kanister zu öffnen. Vielleicht hast du es auch mal mit einem Löffel versucht oder vielleicht auch mit einer Zange. Hier kommt der Game Changer, der Katrin Beck TV Kanisteröffner. Perfekt für 2 Liter und 5 Liter Kanister. Die Einkerbungen passen perfekt. Und mit einem Ruck ist der Kanister offen. Tada! Ja, ja! Im Nahen? Jawohl, ja! Kriegste! Dirk hat auch ein schönes Foto. Ja. Gibt es in 2 Ausführungen. Und wir haben ihn schon seit November. Aber gerade so wie der Michael zum Beispiel, der den Adventskalender hatte, das war in Türchen Nummer 24. Konnte ich also vorher noch nicht zeigen. Dann haben sich viel... Egal. Jetzt ist er aber draußen. Und ich zeige es euch mal in schwarz. Sieht er so aus. Ja, ich klebe... So. Wir haben ihn noch in weiß. Und ganz new in schwarz-weiß. Und jetzt kommt's. Ist selbst gemacht. Ist selbst gemacht, dank dem neuen Hobby 3D-Druck von meinem Mann. Und den kannst du ab sofort bestellen. Wie? Über unseren Online-Shop? Da wirst du das Wort Kanisteröffner aber nicht finden. Denn bei uns ist es so, dass Gemaco die Produkte für unseren Online-Shop online stellt. Das ist jetzt etwas von uns. Wenn du den haben willst, bestell beim nächsten Mal eine Schaumpumpe extra und schreib mir, Katrin, bitte anstatt einer Schaumpumpe den Kanisteröffner. So eine Schaumpumpe kostet 2,90 Euro, also hast du demnächst einen Kanisteröffner für 2,90 Euro bei dir zu Hause. Ha! Wir gehen in Produktion! Und wir haben ja im Moment auch ein paar Kanister im Angebot. Schreib mir noch dazu, welche Farbe, schwarz-weiß oder schwarz-weiß. Also das wäre dann schwarz-weiß mit der Putzschau. Guck mal, ist das cool? Ist schon. Komm, ihr dürft gerne mal in den Chat schreiben, wie ihr den findet. Geniale Erfindung. Teil ist genial. Gabi hat ihn auch, ja. Mega, ja. Und wird morgen ausprobiert. Gestern kam ein neuer Kanister. So, kleine Anekdote. Ich habe das Waschmittel im 5-Liter-Kanister. Und mein Reiniger unten wurde immer leerer und leerer. Und ich so, du musst das Video machen, Katrin, weil ich brauche ja den Kanister.
Aber ich wollte ihn nicht aufmachen, weil ich das ja für das Video brauchte. Also musste ich irgendwann das Video machen, damit ich jetzt wieder waschen kann. Super! Also damit geht das. Ich zeige es nochmal an der Kamera. Das war eben im Video ganz schnell. Ihr habt also auf hier so Einkerbungen und da passt der genau drauf. Und dann, jetzt ist der schon offen und dann mit der Hebelwirkung bekommt ihr den geöffnet. Ein bisschen einmal einen Ruck, gerade beim 5 Liter Kanister. Aber ich verschicke ja die Kanister. Da kann ich die nicht schon andrehen, wie ich jetzt zum Beispiel schon mal hier gemacht habe und der Kundin direkt vor die Tür stellen. Das funktioniert ja nicht. Es hat ja einen Sinn. Es hat ja einen Sinn. Was ist denn jetzt passiert? Licht ist aus. Das ist so der Rausschmeißer. Wollen wir jetzt... Gut, dass wir... Echt? Oh nee. Okay. Gut, wir sind ja durch auf der Kamera, oder? Ja. So, bestellt bitte fleißig. Die Becks müssen sich ein neues Ringlicht kaufen. Das ist gerade kaputt gegangen. Dann habe ich noch zwei Fragen gehabt von einer neuen Kundin. Ich habe auch noch eine schöne Geschichte von einem Kennenlerngeschichte eines 8-Jährigen von Jemako. Nochmal schnell gucken, wer noch da noch was dazugekommen ist. Hab mich immer geärgert beim Sille, es hat sich jeder geärgert. Eine Kundin hat hier tatsächlich, ach, da bin ich dran gekommen. Die hat sich hier am Finger aufgeschnitten. So. Sagt sie, ich habe noch überlegt, die hat jetzt auch einen Kanisteröffner, logischerweise. Ihr braucht nur einen, es sei denn, ihr habt noch einen guten Freund in der Nachbarschaft, bestellt ihr zwei, könnt ihr verschenken. Dann kam die Frage auf mit unserer Profi-Edelstahl-Spirale. Möchten wir dann nochmal auf die andere Kamera gehen und ich mache das hier. Wenn du nicht über das Kabel stolperst. Nein, ich mache das hier. Ich mache das hier. So, nein, wir bleiben jetzt. Licht ist wieder da, aber die gehen mal raus. So, und zwar, du putzt deinen Backofen von innen, möchtest aber nicht die Seitenteile rausnehmen. Dafür nimmst du die Profi-Edelstahl-Spirale und stülpst sie über den Handschuh. Trick 17. Vorteil ist, du schützt deine Finger, du kommst in jede Rille rein und mit dem Handschuh nimmst du direkt den gelösten Schmutz auf. Die Profi-Edelstahl-Spirale verliert über die Zeit ihre Form. Knuddel sie immer ein bisschen wieder, aber irgendwann sieht sie so aus. Oder so. Egal welche Form sie hat, sie verliert nicht ihre Leistungskraft. Wichtig. Okay? Also gerade das über den Handschuh ziehen funktioniert sehr gut. Du darfst die Profi-Edelstahl-Spirale in einem Waschsack sogar bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Haben wir das. Habt ihr noch Fragen im Chat? Marion hat sich gemeldet. Sie ist das erste Mal live dabei und das Licht geht aus. Das würde ich mich jetzt fragen, woran das liegt. Mir fällt auch gerade kein Lied ein. Doch, das Licht geht aus. Genau, ich gehe nach Hause. Okay, dann habe ich heute auch eine Kundin, und das gibt es auch noch, die finden mich nur über Google, die kennen meine Videos nicht. Was ist denn da schiefgelaufen? Ich sage, was jetzt? Auf Empfehlung, und jetzt kommt so eine Freundin, möchte jeder haben, die ist neu eingezogen, da kam ihre Freundin vorbei und hat ihr die Fenster geputzt. Ja, die Freundin hätte doch gerne jeder. Heute war ja auch so ein Thema. Freuen wir uns darüber, dass die Sonne scheint? Ja, wenn wir die Rollläden runter machen, um das ganze Übel an der Scheibe nicht zu sehen. Kaufst du zum ersten Mal unsere Tücher, um deine Fenster zu putzen, ist das super. Aber jetzt das Profituch und das Trockentuch nur fürs Fensterputzen zu nutzen, bitte nicht. Sind wir mal ehrlich, wie oft putzen wir das Fenster? 3, 4, 5 Mal und so lange liegen die im Putzschrank. Viel zu schade. Schau dafür bitte mal bei uns im Onlineshop vorbei auf einfachsauber24.de, was du noch mit den Tüchern alles reinigen kannst. Du blendet jetzt nochmal unseren Shop ein und in dem Zusammenhang kommen wir auf das Thema Boden, was ich eingangs sagte, eine ganz klare Kaufempfehlung. Ich habe mal gerechnet. Jetzt gehe ich da nochmal auf die andere Kamera. Schon mal alles rüber. Wir haben auch ein Foto vergessen. Haben wir eins vergessen? Welches denn? Blenden mal ein. Oh, ja,
das war heute meine Kundin und ich finde es so cool, dass es Schumacko gibt. Und da reden wir jetzt mal über Wölkchen. Was sind Wölkchen? Das sind helle Flecken, die halt aussehen wie leichte Wolken, auf Fliesen. Bei den einen ist es Kalk und ja, Ulrike, du brauchst im Boden Intensivreiniger. Deswegen kann ich dir nachher nochmal den Link schicken oder auch morgen. Bodenintensivreiniger, der macht einmal eine Grundreinigung. Du darfst natürlich auch gerne mal deinen Boden mit dem eine Lösung fertig machen mit dem Entkalker. Aber Bodenintensivreiniger ist auch super für die Fugen. Der ist aber nur für Feinstein und für manchen Naturstein, nicht für jeden. In dem Fall hier Marmor ist auch ein Naturstein, aber da darf der Bodenintensivreiniger nicht dran. Aber bitte auch kein Reiniger, der für geölte Parkette sind. Das funktioniert nicht. Wir haben ihn schön wieder sauber bekommen. Das wird, also hier in dem Fall war auf dem Boden halt jahrelang ein anderer Reiniger verwendet worden, der dafür gar nicht ja, nutzbar ist. Kontraproduktiv, war schön glänzend, aber pflegt überhaupt nicht den Marmor. Und dank Gemarco und besser gesagt dank der Faser holen wir jetzt so nach und nach, also die Kundin, mit jedem Putzen da den alten Reiniger runter. Einfach mal auf die Verpackung gucken, steht da irgendwas mit Glanzeffekt drauf. Braucht kein Mensch. Wenn der sauber ist, ist der Boden sauber. Ich habe auch schon Boden gereinigt, der ist auf einmal matt. Ja, der war schon immer matt. Nur der Reiniger, den du die Jahre benutzt hast, war Glanz drauf. Der Boden war beim Kaufen damals matt. Und Gemarco holt das alles wieder runter, aber das hat ja auch was mit Werterhalt zu tun, um den Boden wieder in den Urzustand, Ursprung zurückzusetzen. Und hier meine Kaufempfehlung. Aktuell sind unsere Bodensets im Angebot. Und im Angebot heißt, könnt ihr jetzt mal gerne mitschreiben. Es ist ein Bodenwischer dabei. Und ab sofort, also seit Dezember eigentlich schon, gibt es den Bodenwischer jetzt immer in zwei Teilen, wenn du das alles einzeln kaufst. Wir gehen davon aus, du kaufst alles einzeln, die Platte einzeln, den Stab einzeln, kostet das schon 61,80 Euro. Im Vergleich, so wie die Angebote sind und die Bodensets in aller, habe ich unter dem Link hier unter dem Video eingeblendet, einfach mal auf mehr drücken, dann kommt das. Sind dabei zwei Fasern, darfst du dir aussuchen. Also die Kombination oder die. Oder ich glaube sogar die gibt es auch. Also zwei Bodenfaser und noch eine graue Faser. Hier kostet jede 26,90 Euro, die kostet 29,90 Euro. Zusammen mit dem Stab sind wir schon bei 145,50 Euro. Und im Angebot für 113,90 Euro, das sind also 32 Euro weniger, sind sogar noch zwei Flaschen dabei. Das Angebot gilt noch bis Anfang April. Solltest du schon seit längerer Zeit mit einem Bodenwischer von Gemarco liebäugeln oder vielleicht sogar einen zweiten, weil einer ist oben, einer ist im Keller oder willst deiner Nachbarin einschenken, dann jetzt, dann definitiv jetzt. So günstig wird es erstmal nicht mehr werden. Also 113,90 Euro, der Stab, zwei Flaschen Reiniger, eine große, eine kleine Flasche und drei Bodenfaser. Ja, Dirk macht so, ich gehe wieder rüber. Ich schreibe mich gerade da so in Rage, weil das ist echt ein Schnapper. Gut, was? Ja, guck, ach, du hast sie. Perfekt. Also Dirk war eben so ein bisschen verwundert, was soll ich denn? Aber das sind alle Kombinationen, also auch für der Holzbodenreiniger, also ihr seht einmal die große 500 ml Flasche und die 250er daneben. Also Holzbodenreiniger ist auch dabei. Ich stelle dir das schon zusammen und du kannst sogar noch wählen, ob du halt den blau-gelben Wischer haben willst oder den grün-grauen. Auch das geht. Ja, das sind halt die Standardsets. Geht auch. Ist auch noch eine geringe Ersparnis. Aber die graue Bodenfaser, bevor die Frage kommt, die brauchst du für, ja, wenn du eine Bankierei hast, wenn du draußen Terrassensteine hast, wenn du eine Steintreppe vor der Tür hast, alles, wo so richtig schön der Grünspan drauf klebt. Hast du Spaß gehabt jetzt, ne? Der ist immer so direkt so stolz, hat funktioniert und wir haben es vorher nicht geübt, dass das so durchscrollt. Vielen lieben Dank. Hab ich gute Wahl mit dir getroffen, was das angeht. Ihr Lieben,
Ihr wisst also jetzt, Kanisteröffner ab sofort zu bestellen. Hier kommt die Zusammenfassung. Kanisteröffner ab sofort zu bestellen, einfach eine Schaumpumpe extra mitbestellen und dazu schreiben, es gibt immer so ein Nachrichtenfeld oder per WhatsApp, hier Katrin habe ich gerade bestellt, ich hätte aber gerne statt der Schaumpumpe einen Kanisteröffner. Ihr wisst, wenn ihr einen Backofen reinigt, dass ihr jetzt auch die Profi-Edelstahlspirale über den Handschuh ziehen könnt, dass die Tücher auch noch für anderes gut ist und dass unsere Bodensets unschlagbar günstig sind. Und da bitte auf jeden Fall das Häkchen setzen, weil das ist auf jeden Fall ein großes Paket. Nächste Woche, wir Faste Loven, sagen wir hier im Rheinland, Weiberfastnacht. Ich habe noch überlegt, ob ich irgendwo live gehe auf Insta. Aber das wollt ihr nicht. Nicht an Weiberfastnacht. Also machen wir eine Woche Pause. Und nächste Woche in 2 Wochen um 21 Uhr machen wir dann hier wieder weiter mit der Putzshow. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Putzen. Bleibt gesund, eure Katrin. Tschüss.